Was genau ist Reiselyrik? Worauf muss man achten? Was sind mögliche Themen und Motive? Und welche Epochen spielen eine Rolle? Ich weiß nicht, wer von euch auch Videos macht, aber kennt ihr das, wenn man 10 Minuten am Stück aufnimmt und mit dem Ergebnis dann echt zufrieden ist und dann bemerkt, dass das Video nicht aufgenommen hat? Wird mir natürlich nie passieren. Also, auch wenn ihr es nicht wisst, nochmal jetzt das Ganze. Also zunächst mal zu den wichtigsten Punkten, was passiert hier nicht? Es geht nicht um die allgemeinen Methoden, wie man jetzt Lyrik analysiert. Ich sage zwar gleich zwei, drei Dinge, die sozusagen allgemein wichtig sind, aber das Basiswissen, die Methoden, wie zitiert man und so weiter, das ist nicht dabei. Ihr könnt natürlich gerne hier nachlesen. Ich habe ein Buch dazu veröffentlicht, was das Ganze nochmal zusammenfasst, oder es halt selbst für euch erarbeiten, aber das spielt jetzt hier weniger eine Rolle, sondern es geht ja um Reiselyrik. Ganz generell aber zweieinhalb Sätze dazu. Bei der Reiselyrik ist es so wie bei der Lyrikinterpretation immer, die Form eurer eigenen Formulierung spielt eine extrem wichtige Rolle. Warum? Naja, letzten Endes ist es wenig überzeugend, wenn ihr sozusagen einzelne Wörter oder einzelne Betonungen interpretiert, aber selber nicht in der Lage seid, das richtige Wort zu finden. Deshalb heißt es natürlich bei Reiselyrik immer tun. Was genau tue ich? Naja, ich muss im Kleinen versuchen, die Verbindung zwischen Form und Inhalt zu finden, klar. Und im Großen muss ich versuchen, das Ganze in eine Deutungshypothese zu überführen. Diese Deutungshypothesen, ich kann es gar nicht genug wiederholen, sind das Wichtigste der ganzen Analyse, weil sie eigentlich am Ende der Arbeit, dieser Analysearbeit stehen und am Anfang des Schreibens. Weil ich dann im Prinzip beim Schreiben einen roten Faden habe, an dem ich mich ausrichten kann. Das ist also extrem wichtig. Bei Reiselyrik spielt natürlich das Epochenwissen auch eine Rolle. Da könnt ihr hier nachschauen. Ganz generell ist es so, dass ich euch empfehlen würde, die Epochen und die Zeiten ganz stupide auswendig zu lernen. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist ja so, dass, was weiß ich, wenn jetzt ein Gedicht kommen würde von 1730, es nicht so schwierig ist, das einzuordnen. Aber was macht ihr, wenn eins von, sagen wir mal, 1790 kommt? Da können ja verschiedene Epochen drankommen, die überlagern sich. Dann muss ich wissen, wie die einzelnen Epochen, welche Merkmale die haben. Wenn ich das aber nicht weiß und so über den Daumen peile, dann kann es ganz schrecklich enden. Also, wenn ich das mal ein bisschen übertreibe, weil man dann natürlich überlegt, ja, da ist irgendwie das Wort Sehnsucht, ist bestimmt aus der Romantik und das Gedicht ist dann aber, was weiß ich, von 1849. Das kann nicht sein. Mit anderen Worten, ich würde mir die Jahreszahlen reinprügeln und natürlich die verschiedenen epochalen Merkmale. Und zwar immer in Bezug auf Gedichte. Es nützt ja nichts, das einfach auswendig zu können, sondern was ihr ja hinterher machen müsst, wozu ihr in der Lage sein müsst, ist, das Gedicht zu interpretieren und dann zu sagen, hier zeigt sich in diesem Gedicht, in dieser Form, in diesem Bild, der Metapher, was auch immer, zeigt sich eine typische Ausprägung der Literaturepoche. Und zwar so. Und dann muss eine Seite kommen und nicht drei Sätze. Ganz spontan würde ich sagen, dadurch, dass im Abitur 2020 auf jeden Fall natürlich der Faust, der wird 2021 auch unter etwas anderen Bedingungen drankommt, und E.T.A. Hoffmanns Goldener Topf, spielt die Romantik ganz generell schon mal eine Rolle, ne? Das heißt, diesen Fokus, den würde ich auf jeden Fall ernst nehmen und was die Romantik angeht, mir das die verschiedenen Ausprägungen einfach anschauen und wie gesagt diese Verbindungslinien erstellen. Faust ist natürlich über die Epochen relevant und wird natürlich auch innerhalb einer langen Zeit erstellt. Das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, deshalb nehme ich Sturm und Drang. Der Faust ist nur innerhalb einiger Szenen stürmerisch und drängerisch. Aber sowohl beim Sturm und Drang als auch bei der Romantik spielt das Reisen eine wichtige Rolle. In der Romantik, weil dort ja dieses Zauberische, das Magische eine ganz große Rolle einnimmt. Das heißt, das Reisen auch in so etwas Unterbewusstes beziehungsweise in die Poesie, wie jetzt zum Beispiel im Goldenen Topf. Beim Sturm und Drang ist es so, dass das Reisen oder die Wahrnehmung dessen, was man beim Reisen erlebt,
auch ins Religiöse überhöht wird, im sogenannten Pantheismus, in dem Gott nicht als Gott im Himmel verehrt wird, sondern in seiner Ausprägung als allumfassende Natur. Und das ist natürlich wichtig bei der Reiselyrik, und da würde ich mich auf jeden Fall auch drum kümmern, das dann mir reinzuschaffen. Viele suchen ja nach Merkmalen für Reiselyrik, und das ist ehrlich gesagt nicht nur nicht so einfach, sondern das geht eigentlich nicht. Es ist ja schon schwierig, überhaupt Merkmale von Gedichten zu finden. Klar könntet ihr sagen, es gibt Strophen. Was machen wir mit dadaistischen? Man könnte sagen, es gibt ein Reimschema. Was machen wir dann mit expressionistischen Gedichten? Man könnte sagen, es gibt eine Abweichung von Alltagssprache. Okay, da sind wir vielleicht da, wo wir sagen können, ja, bei vielen, aber manche Gedichte sind auch in Prosa geschrieben. Also das ist relativ schwierig. Und deshalb können wir einfach auch nicht sagen, Reiselyrik hat folgende Merkmale, weil natürlich epochal die Gedichte sich sehr stark unterscheiden und somit auch eben die Reiselyrik. Reiselyrik selber ist eigentlich nur ein Themenpunkt, also ein Themenschwerpunkt. Was können wir aber machen, damit wir beispielsweise für den Lyrikvergleich, der ja im Abitur relevant wird, verschiedene Punkte haben, die sich vergleichen lassen, und zwar nicht nur formale. Formale Punkte zu vergleichen ist natürlich wichtig, aber es nützt ja nicht zu sagen, das eine hat zwei, das andere hat drei Strophen, ja und jetzt. Und da kann man anstatt von Merkmalen sich das Ganze als Koordinatensystem vorstellen. Also keine Angst, ich fange jetzt nicht mit Mathe an, aber Koordinatensystem heißt, man sucht einfach raus, was allgemein formuliert bei Gedichten vergleichbar ist. Und da habe ich ein paar Vorschläge, beispielsweise ich und die anderen. Bei der Reise spielt es immer eine Rolle, was derjenige denkt, fühlt und wahrnimmt, der die Reise unternimmt, und was diejenigen, die die Reise eben nicht unternehmen, vielleicht fühlen oder wie die sagen, was sie denken oder was das lyrische Ich denkt, was die anderen meinen. Das heißt, ich und die anderen, das ist immer etwas, was man sich überlegen kann, ob das eine Rolle spielt in der Reiselyrik. Ein weiterer Punkt ist Innen und Außen, gerade in Bezug darauf. Also mit anderen Worten, ist das lyrische Ich sich selbst und dem, was das Reisen oder die Reise oder die bevorstehende Reise mit ihm machen wird oder mit ihr machen wird, bewusst oder nicht, reflektiert es oder nicht, und so weiter und so fort. Also ist das Ganze eine eher berichtartige Außensicht auf das, was zu sehen ist, oder eine Innensicht? Was auch auf jeden Fall eine Rolle spielt beim Reisen, ist die Verortung in der Zeit. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Also erinnert sich jemand an eine Reise? Erinnert sich jemand ans Wiederkommen? Oder ist es die gegenwärtige Reise selbst, die beschrieben wird? Oder ist es sogar irgendwie der Wunsch, noch zu reisen? Das heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spielen eben auch eine Rolle. Des Weiteren können dann noch Koordinatenpunkte sein: Sehnsucht, Wunsch, Erinnerung und vielleicht auch der Weg selbst. Was mache ich damit jetzt? Was mache ich damit jetzt? Nun ja, ich vergleiche also nicht nur die Form, sondern in dem, was ich analysiere, kommt vielleicht heraus, das eine ist eine Innensicht eines lyrischen Ich, das eine Reise vorhat, das andere ist die Außensicht eines lyrischen Ich, das die Reise schon unternommen hat. Also das kann man ja auf verschiedene Weise eben vergleichen. Letzten Endes geht es aber darum, dass man konkret eine inhaltliche Perspektive hat, die man dann vergleichen kann. Das ist auch mit Leitmotiven möglich. Im Reklamband zu den verschiedenen Reisegedichten kann man da nachlesen. Da hat die Autorin vier Abschnitte gemacht, die sich auch als Leitmotive eben auf die verschiedenen Gedichte beziehen lassen. Wer nicht ganz weiß, was ein Motiv ist, kann hier nochmal nachschauen. Das bedeutet zum Beispiel, der Aufbruch kann ein wichtiges Motiv sein, und eben der Aufbruch kann eben als Vergleichs Aspekt dann auch dienen, ja. Also entweder der Aufbruch hier, der Aufbruch da, sind unterschiedliche Aufbrüche, vielleicht das eine extern motiviert, also wird jemand vertrieben, das andere sozusagen von der eigenen Motivation, da möchte jemand weg. Oder unterwegs sein als Leitmotiv. Wie erlebt jemand das unterwegs sein? Vielleicht auf dem Weg alleine, beim Spazierengehen oder in der Postkutsche oder sogar im Flugzeug. Das dritte kann sein Orientierung oder wie es in dem Band genannt wird, Kompass. Wie nimmt jemand wahr, wo er hingeht und wo er hin möchte oder wo er hin kann und so weiter? Und das letzte, Horizonte und Grenzen. Wie nimmt das lyrische Ich beispielsweise den Weg wahr? Wie nimmt er wahr, wo es hingehen kann? Wo sind vielleicht Grenzen, vielleicht der eigenen Vorstellungskraft oder vielleicht eben ganz klar physische Grenzen, über die man dann nicht sich erheben kann?
Was kann ich damit jetzt machen? Nun ja, es kommt ja eben bei der Gedichtanalyse nicht nur darauf an, dass man die kleinen Fetzen auseinandernimmt, sondern dass man zu etwas Großem Ganzen kommt. Natürlich vor allen Dingen, wenn man Gedichte vergleichen will. Und diese Koordinatenpunkte, die können einem eben helfen, diesen Vergleich dann auch tatsächlich inhaltlich vorzunehmen. Ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen. Ich habe es zumindest für euch jetzt schon das zweite Mal gemacht. Ich bin jetzt, wenn das jetzt nicht aufgenommen hat, wäre ich sehr verzweifelt. Sagt mir doch, wie es euch gefallen hat. Ansonsten auch gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen habt ihr bis jetzt mit Lyrikanalyse bzw. Gedichtinterpretation oder sogar Gedichtvergleich gemacht? Welche Fragen sind offen geblieben? Und überhaupt, sagt doch einfach mal, wie es euch geht. Mir geht es nämlich jetzt gut, weil ich glaube, das Ding jetzt tatsächlich aufgenommen habe. Also, macht es gut, bis bald. Eigentlich wollte ich die Welt sehen.